Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich freue mich, heute gibt es ein Unboxing, ein Haul. Ich würde sagen ein Unboxing, irgendwie weiß ich schon, was drin ist, aber es ist irgendwie trotzdem auch ein Unboxing. Und zwar war ich wieder bei Amazon unterwegs und habe mal so geguckt, was kann Amazon eigentlich, wenn es um Geschenksets geht. Weil oft denkt man so, ach, ich brauche noch ein Geschenk, dann geht man zu Rossmann, zu DM. Aber eigentlich kann man die Sachen doch auch bei Amazon kaufen, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen nach Geschenksets umgesehen, um einfach mal welche zu testen. Ich habe mich jetzt für eins entschieden, aber ich werde euch jetzt gleich noch andere einblenden, die ich dort gesehen habe, die ich sehr, sehr interessant fand. Dazu werden auch alle Links in der Infobox zu sehen sein. Also wenn ihr ein Produkt euch interessiert und es nachkaufen wollt, klickt einfach auf den Link rauf. Ihr könnt natürlich auch so im Internet suchen, aber falls ihr sagt, okay, dieses Geschenkset will ich, ist alles in der Infobox. Steht halt da unten. Hallo meine Lieben, ganz kurz Aminata aus dem Schnitt. Ich wollte nur sagen, wundert euch nicht, ich werde das ganze Video Peeling am Arm haben. Ist mir erst später aufgefallen, aber ich habe davor ein Peeling-Video abgedreht und deswegen habe ich noch alles am Körper gehabt. Also nicht wundern und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. So, also auf jeden Fall habe ich hier einmal das BB-Geschenkset mit stylischer Gürteltasche mit der Zusammenarbeit von Coco, von Kleinstadt Coco. Das ist ja auch eine YouTuberin, wenn ich mich nicht täusche. Für dieses Geschenkset habe ich mich jetzt entschieden. Was gab es noch für Geschenksets? Ich habe zum Beispiel ganz, ganz schöne Geschenksets von Rituals gesehen. Wirklich verschiedene schöne Geschenksets. Ihr seht jetzt hier ein paar davon eingeblendet. Fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Dann gab es von Nivea Geschenksets. Auch sehr interessant. Sehr schöne Sachen, verschiedene Sachen. Dann noch weitere vom BB auf jeden Fall. Da gab es auch eins mit so süßen Osteröhrchen, die man benutzen kann, wenn man im Bad ist, die man sich so, damit man die Haare nach hinten machen kann. Also so, so viele schöne Geschenksets für nicht viel Geld. Und das Gute ist halt bei Amazon, dass es einfach schnell ankommt. Ja, ich habe jetzt hier dieses Geschenkset. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Grundsätzlich könnte das eigentlich schon zu meiner Reihe gehören, Aminata testet aus, weil ich teste ja gerade die Geschenksets von Amazon aus. Bin sehr gespannt. Ich bin ja gerade wieder so ein bisschen auf dem BB-Trip. Habe ich lange Zeit nicht benutzt. Jetzt benutze ich gerade eine Bodylotion vom BB, die ich sehr, sehr doll liebe. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was jetzt so da drin ist. So ist der erste Einblick. Hier ist ein bisschen Seidenpapier drin, rosanes. Und dann kommen wir erstmal zur Gürteltasche, denn die habe ich mir anders vorgestellt. Also ich bin positiv überrascht, weil hier sah das so aus, als wenn das so eine Plastikgürteltasche ist, finde ich. Aber das ist wirklich eigentlich keine hässliche Gürteltasche. Ich trage niemals Gürteltaschen. Aber es ist eigentlich eine sehr coole Gürteltasche. Die Tasche kann man auch gut benutzen für die Tasche, um seine Papiere da reinzumachen, seinen Ausweis oder so. Wer weiß, wird vielleicht Benutzung finden, wird vielleicht in der Verlosung landen, ist aber trotzdem ein sehr schönes kleines Geschenk, eine sehr schöne kleine Zugabe zu dem Geschenkset. Und dann haben wir hier vier Produkte drin. Einmal, okay, das habe ich auch gerade zu Hause, samtig weich Soft Shower Cream mit sanftem Duft für trockene Haut. Sehr interessant, habe ich noch nicht benutzt, habe ich aber zu Hause. Dann eine Sache. Oh, ich freue mich. Das ist Streichelzart Soft Body Milk mit Jojobaöl und Panthenol für trockene Haut. Das, ich benutze immer das Wohlig Weich. Die Body Lotion davon, die ich wirklich sehr, sehr doll mag. Das hier ist jetzt Streichelzart. Ich bin aber... Das riecht auch wirklich sehr lecker. So wie so eine typische BB-Creme von früher. Echt sehr cool. Dann habe ich hier drin ein Labello, sanft geküsst, natürlich schöne Lippen mit einem Hauch Rose. Sieht auch sehr schön aus, wirklich. Wird auch Verwendung finden auf jeden Fall. Jetzt ist es schon leer, es ist noch ein Produkt drin und zwar natürlich vom BB. Herrlich frisch Feuchtigkeitspflege mit Pfirsichextrakt für normale Haut. Was ich cool finde, dass die Pflegeprodukte immer wie so eine kleine... Wie so ein kleines Motto haben, einen kleinen Namen. Samtig weich, streichelzart, sanft geküsst, herrlich frisch. Also so eine richtig schöne Sache, auch für junge Leute.
Hier ist es auch einmal zugeschweißt, deswegen werde ich es jetzt nicht aufmachen. Aber ich finde, der Tiegel sieht auch echt super, super schön aus. Also, das war es eigentlich schon mit dem Geschenkset. Es ging sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Wie gesagt, ihr könnt einfach mal da stöbern. Alles ist in der Infobox. Ich bin eigentlich ganz begeistert von dem Geschenkset. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man braucht noch ein kleines Geschenk für einen Jugendlichen oder auch für erwachsene Leute. Ich würde auch alles davon benutzen oder benutze alles davon. Aber da kann man einfach mal auf Amazon stöbern. Ist wirklich eine coole Sache. Wir hatten jetzt einmal eine Bodylotion drin, ein Duschgel, eine Tagespflege und ein Labello. Das ist so ein süßes Geschenkset. Plus noch diese Gürteltasche. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin begeistert. Wenn ihr auch begeistert seid, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Es war wieder ein kurzes, knappes Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn es so ist, wenn ihr noch mehr Sachen von mir sehen wollt, dann stöbert einfach mal auf meinem Kanal rum. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!